Der MTV 48 ist 171 Jahre alt. Wir haben 2013 mit Integrationssport verstärkt angefangen. Dieses Sportangebot Integration ist im Laufe dieser Jahre immer weiter gewachsen, hat mit Kindersport hier in der Nordstadt, wo wir heute sind, angefangen mal. Der Stadtteil Nord ist in Hildesheim ein Brennpunkt, wo also viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und da müssen wir einfach die Leute aus ihrer Lethargie rausholen. Es ist mir ganz wichtig, dass wir als Inhalt haben, dass die Kinder sich bewegen und dass sie miteinander was machen. Egal ob sie, wir haben einige Kinder, die sehr wenig Deutsch sprechen und trotzdem sollen sie mit den anderen Kindern was zusammen machen. Das fördert einmal das Lernen der Sprache und auch die Verständigung. Wir sind seit 2013 ein Stützpunktverein. Und ja, unser Ziel ist natürlich, Flüchtlinge mit Sport zu beglücken, dass sie glücklich sind, dass sie ihren Alltag mal vergessen können. Kinder, Frauen, Männer, alle minderjährige Jugendliche haben wir ganz viel gehabt. Wir sind ganz stolz, über 140 Menschen mit Migrationshintergrund in unserem MTV. Am Anfang hatten viele Angst, wenn sie wenig Deutsch gesprochen haben, reinzukommen. Wir haben sie an die Hand genommen, sind mit ihnen rumgerannt und nach 5 Minuten war das vorbei. Und das ist mir ganz wichtig, miteinander und bewegen. Ich würde den Vereinen, die sich auch für Integrationssport interessieren, sagen, fangt einfach an. Ich lerne so viele Menschen kennen, auch andere Sitten, andere Gepflogenheiten, muss selber auch lernen. Und das ist einfach so mega, mega schön, Glück zu vermitteln. Wir haben 8, 9, 10 verschiedene Nationen von überall. Jede Hautfarbe, jede Sprache. Ich versuche immer wenigstens Bitte und Danke in der jeweiligen Sprache zu lernen. Aber im Moment bin ich da ein bisschen rückständig, weil ich so viele neue Kinder habe.